Hey, ich bin Aiden. Ich bin 17 und jeder sieht mich als einen absoluten Frauenmagneten. Ich kann nichts dafür. Ich bin einfach unwiderstehlich für die Damenwelt. Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Ich meine, in der Lage zu sein, jedes Mädchen erobern zu können, das mir gefällt, das ist doch eine Leistung, oder? Ich mache den Damen keinen Vorwurf. Ich finde mich auch selbst unwiderstehlich. Ich sehe gut aus, bin reich und bin unglaublich charmant. Wenn ich mich selbst daten könnte, würde ich das tun. Ja, ich flirte gerne mit hübschen Mädchen, aber ich bin jetzt schon eine Weile single, allerdings weil ich es will. Das liegt daran, dass Mädchen einfach viel zu kompliziert sind. Am Anfang sind sie immer ganz süß und unschuldig, aber dann ein paar Monate später verwandeln sie sich in besitzergreifende Psychos, die einfach an mein Handy gehen, mich beschuldigen, sie zu betrügen und schmollen, wenn ich mit meinen Freunden abhänge, anstatt mit ihnen irgendeine dumme Liebeskomödie zu schauen. Ich glaube, wenn eine Beziehung so wird, dann gibt es keine Rettung mehr. Allerdings war es bei meiner letzten Ex, Mona, fast unmöglich, die Beziehung zu beenden. Als ich ihr sagte, dass ich nicht mehr mit ihr zusammen sein wollte, drehte sie durch. 355 verpasste Anrufe später und 1026 unbeantwortete Nachrichten und sie schien den Wink zu verstehen. Außerdem setzte sie in der Schule das Gerücht in die Welt, ich hätte sie geschwängert und würde sie und mein ungeborenes Kind im Stich lassen. Boah, dass ich einen ganzen Nachmittag lang dem Direktor erklären musste, dass Mona lügt war nicht meine Vorstellung von Spaß. Mona musste aufgehalten werden, also fragte ich meinen besten Freund Gary um Hilfe. Oh, ich habe euch noch gar nicht von Gary erzählt, er ist nicht nur ein Freund, der ist mein bester Kumpel. Immer wenn ich ihn brauchte, tauchte er ohne Frage auf und tat alles, worum ich ihn bat. Gary ist ein schüchterner Typ und irgendwie albern, vielleicht ist das der Grund, warum er gerne mit einem gewitzten Jungen wie mir befreundet ist. Diesmal besorgte ich ihm ein Polizisten-Outfit und sagte ihm, dass er zu Monas Haus gehen sollte. Ich versteckte mich hinter dem Zaun und beobachtete, wie sie ihm die Tür öffnete. Sie erkannte ihn nicht, stattdessen flippte sie völlig aus, als er ihr sagte, dass sie, wenn sie weitere Gerüchte über mich in die Welt setzen würde, sie ihn aufs Revier begleiten müsse. Sie brach in Tränen aus und versprach, dass sie nie wieder lügen würde. Dann kam Gary eines Tages zu mir und sagte, er brauche meine Hilfe. Klar, Kumpel, für dich würde ich alles tun. Er sagte, er sei in dieses Mädchen verknallt, aber er wüsste nicht, wie er mehr über sie erfahren könne. Oh, mein Freund war verliebt. Kein Problem, überlass das einfach mir. Am nächsten Tag gingen wir ins Einkaufszentrum und er zeigte mir dieses Mädchen. Es stellte sich heraus, dass sie echt süß ist und in einem Klamottenladen arbeitet. Die Sommerferien hatten gerade begonnen, also hatte ich den perfekten Plan, um meinem Freund zu helfen, das Mädchen zu bekommen. Ich sagte ihm, er solle sich dort für einen Teilzeitjob bewerben, aber er lehnte sofort ab und sagte, er sei viel zu nervös, um das zu tun. Also ging ich am nächsten Tag in den Laden und zeigte dem Chef meinen Lebenslauf und fragte nach einem Job, aber er sagte, es gäbe keine freien Stellen. Plötzlich kam ein Typ, der dort arbeitete, zu uns rüber und kündigte Bingo, ich bekam den Job. Ähm, ja, ich musste dem Typen zwei Monatsgehälter zahlen, damit er kündigt, aber gut. Für meinen Freund würde ich alles tun, ich hatte ja Geld. Wie auch immer, erster Schritt, geschafft. Ich fing also an, dort zu arbeiten, und alle Mädchen, die dort arbeiteten, scharten sich sofort um mich, wie ich schon sagte, ich bin ein Frauenmagnet. Naja, es kamen alle, bis auf das Mädchen, das Gary mag, sie schien es nicht zu interessieren. Ich fand allerdings ihren Namen heraus, sie hieß Helen. In den folgenden Tagen verbrachte ich viel Zeit damit, mit Helen zu reden, um sie kennenzulernen, aber sie ignorierte mich einfach weiter. Ich wusste, dass ich mich mehr anstrengen musste, und als ich herausfand, dass sie Überstunden machte, ergriff ich meine Chance. Als ich Sachen in den Lagerraum packte, ließ ich absichtlich eine Kiste auf den Kopf meines Chefs fallen, als er vorbeiging. Keine Sorge, sie war nicht schwer. Er war nicht sehr glücklich darüber und ließ mich Überstunden machen. Also, geschafft. Toll, es waren also nur noch ich und Helen im Laden. Sie sah erschöpft aus, also gab ich ihr etwas Wasser und sagte bist du müde? Geh einfach nach Hause. Ich kann für dich einspringen. Sie schaute auf das Glas Wasser und grinste. Mir geht's gut. Bist du es nicht leid, mir nachzulaufen und nichts zu erreichen? Ich weiß, was für ein Junge du bist. Dann stand sie auf, um weiterzuarbeiten, und ignorierte mich völlig. Wieder einmal hatte ich versagt. Zeit für Plan B. Ich überredete Gary, in den Laden zu kommen und so zu tun, als sei er berühmt. Ich sagte ihm, er solle ein paar Mädchen bezahlen, die ihn um Autogramme und Fotos bitten, wenn er reinkommt. Der Plan war, dass er Helen um Rat fragen würde, sie würde sehr interessiert sein und sich in ihn verlieben. Ein perfekter Plan, oder? Ähm ja, es lief nicht so gut. Er tauchte auf und sah aus wie eine Art Zirkusclown. Ich hatte ihm gesagt, er solle sich bunt anziehen, aber ich meinte nicht, er solle sich verkleiden, als hätte er einen Regenbogen gestohlen. Keines der Mädchen, die er bezahlt hatte, um ihn zu belästigen, tauchte auf, also stand er nur unbeholfen da und Helen sah nicht sehr beeindruckt aus. Mist, dieser dumme Kerl, musste ich wirklich alles für ihn tun? Also kam ich mit Plan C. Ich beschloss, sie zu entführen. Haha, <laughs> nur ein Scherz. Wir gingen gemeinsam an den Strand. An diesem Tag hatten wir nur eine Morgenschicht, also wartete ich draußen auf sie, als wir fertig waren. Sobald ich sie sah, zog ich sie zu dem Auto, das dort wartete, und sagte meinem Fahrer, er solle losfahren. Sie war nicht besonders erfreut und drohte damit, die Polizei zu rufen. Ich sagte ihr, sie solle sich entspannen und den Tag genießen, weil sie so hart gearbeitet habe. Am Ende hörte sie auf zu schreien und sagte mir, dass ich ihr am Strand ein Eis kaufen sollte. Wir spielten im Wasser, fanden ein paar Muscheln, ihr wisst schon, normales Strandzeug. Ihre Stimmung wurde besser und ich konnte spüren, dass sie sich mit mir wohler fühlte. Dann setzten wir uns in den Sand und sahen uns den Sonnenuntergang an. Ich sah, wie Helen auf die Uhr schaute und dann mich ansah. Es ist schon spät, sollen wir uns auf den Heimweg machen? Klar, aber hey, wie wäre es, wenn wir dir nächstes Mal eine neue Uhr besorgen? Deine ist uralt. Sie schüttelte den Kopf. Nein, ist schon in Ordnung. Mein Vater hat es mir geschenkt. Er war früher ein großartiger Mann, aber als ich neun war, wurde er zum Trinker. Einmal kam er nach Hause und schlug meine Mutter, Danach ist er gegangen und ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Nach einem kurzen Schweigen fragte ich: Vermisst du ihn? Sie sah traurig aus, als sie sagte: Das tue ich, aber ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihe. Jedes Mal, wenn ich an ihn denke, schaue ich auf diese Uhr. Mein Vater hat meinen Namen selbst darauf eingeritzt. Tröstend sagte ich: nun, denk nicht zu so viel darüber nach. Ich verstehe, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen zu verlieren. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch klein war. Ich lebe bei meinem Vater, aber er gibt mir nur Geld statt seiner Zeit. Er kümmert sich nicht so um mich, wie es deine Mutter tut. Ich schaute sie an, und sie warf mir einen mitfühlenden Blick zurück. Plötzlich spürte ich, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Helen war so ein süßes Mädchen. Aber nein, ich tat das alles nur für Gary. Also standen wir auf und gingen nach Hause. Ich bat meinen Fahrer, sie bei ihrem Haus abzusetzen, und dabei fand ich heraus, wo sie wohnte. Um zu ihrem Haus zu gelangen, mussten wir durch eine wirklich lange und dunkle Gasse. Also kam ich auf eine großartige Idee. Ich würde Typen bezahlen, die sich als Schläger ausgeben, dann könnte Gary auftauchen und sie retten. Der Held und die Jungfrau in Nöten. Dieser Trick war zwar alt, aber würde sicher immer noch funktionieren. Der Tag des vorgetäuschten Schlägerangriffs kam und ich versteckte mich hinter dem Müllcontainer. Ich sah Helen kommen und dann tauchten die zwei Schläger auf. Moment mal, wer waren diese Typen? Es waren nicht die Typen, die ich angeheuert hatte. Plötzlich eilte Gary herbei, um Helen zu retten. Oh nein, er wusste nicht, dass es echte Schläger waren. Ich sah, wie er zu Boden gerissen wurde. Ich sehe zu gut aus, um zu kämpfen, aber bei dieser Gelegenheit musste ich eine Ausnahme machen. Also sprang ich raus und verpasste dem bösen Jungs einen Karatetritt. In dem Moment tauchten meine angeheuerten Schläger auf und halfen mir raus. Boah, was für ein gutes Timing. Gary und ich brachten Helle nach Hause. Bevor sie reinging, sah sie mich mit dankbaren Augen an und sagte: Vielen Dank. Ich legte meine Hand auf Garys Schulter und zwang mich zu einem Lächeln. Oh, nicht der Rede wert. Ich bin nur vorbeigekommen und habe gesehen, wie dieser tapfere Kerl dir geholfen hat. Dann lächelte sie mich an und ging in ihr Haus, ohne ihn auch nur einmal anzusehen. Gary seufzte: Danke, Kumpel. Und ich antwortete: Tut mir leid, Kumpel. Das hat leider nicht funktioniert. Dann sagte Gary zu meiner Überraschung: Ist schon gut. Ich glaube, ich muss sowieso aufgeben. Ich habe nicht den Mut, sie jemals wiederzusehen. Aber ich konnte sehen, wie sie dich angesehen hat. Ich weiß, dass ich keine Chance habe. Aber du warst doch in sie verknallt. Gib nicht auf. Keine Sorge, loslassen heißt nicht aufgeben, sondern unmögliche Dinge akzeptieren. Gib du ihr eine Chance und versuch es diesmal ernst zu meinen. Sie ist ein tolles Mädchen. In dieser Nacht dachte ich darüber nach, was Gary gesagt hatte. Es stellte sich heraus, dass er recht hatte. Ich hatte Gefühle für Helen, und ich musste es ihr sagen. Am nächsten Tag ging ich nach der Arbeit zu ihr und fing an, einen Haufen Unsinn zu stottern, aber dann sah ich jemanden auf uns zukommen, Mona. Sie sah mich an und sagte Sieh an, sieh an, wer eine neue Freundin hat. Dann wandte sie sich an Helen. Hey, sei vorsichtig mit dem hier. Er mag es Mädchen auszutricksen und sie dann fallen zu lassen. Liebe ihn nicht zu sehr, sonst schickt er einen Polizisten zu dir nach Hause und macht mit dir Schluss, so wie er es mit mir gemacht hat. Helen starrte mich schockiert an. Ist das wahr? Als ich dann schwieg, brach sie in Tränen aus. Ich wusste, ich wusste, dass du ein Idiot bist, aber ich, ich habe mich trotzdem in dich verliebt. Ich versuchte sie in den Arm zu nehmen, um sie zu beruhigen, aber sie stieß mich immer wieder weg. Dann fiel plötzlich ihre Uhr herunter und ich hörte ein knirschendes Geräusch. Ich war aus Versehen draufgetreten. Ich hob sie auf und sie funktionierte nicht mehr. Sie schrie mich an. Wie konntest du nur? Du weißt doch, wie viel mir diese Uhr bedeutet. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also rannte ich weg. Ich weiß, ich bin ein Idiot, aber ich wollte das in Ordnung bringen und ich würde mit der Uhr anfangen. Auf der Suche nach einem Uhrmacher ging ich zu einem Second Hand Markt und kam irgendwann an ein Haus, das einem schrulligen Mann gehörte. Er weigerte sich zunächst, mir zu helfen, aber als ich dann die Uhr herauszog, starrte er sie an und sagte, er würde mir unter einer Bedingung helfen. Am nächsten Tag gab ich Helen die Uhr und bat sie mir zu verzeihen. Sie nahm sie mir wütend ab. Doch als sie sah, dass sie repariert war, schien sie verwirrt. Was? fragte sie mich. Ich bin zu jemandem gegangen, und diese Person möchte sich auch bei dir entschuldigen. Ich zeigte hinter sie, damit sie sich umdrehte. Dann kam der Uhrmacher auf uns zu, und Helen sah plötzlich komplett geschockt aus. Es war ihr Vater. Sie schrie ihn an. Warum bist du hier? Ich wusste, ich musste die Situation entschärfen, also sagte ich Als ich die Uhr reparieren wollte, hat er sie erkannt und mich angefleht, ihm zu helfen, mit dir zu reden. Er liebt dich immer noch sehr. Helens Vater sagte Helen, ich möchte mich einfach bei dir und deiner Mutter entschuldigen. In den letzten sieben Jahren war ich so einsam. Bitte vergib mir, damit ich nicht mehr in Qualen leben muß. Nach einem langen Gespräch rissen sie sich dann wieder zusammen. Helen stimmte zu, ihrem Vater nur zu verzeihen, wenn er mit ihr nach Hause kam und sich bei ihrer Mutter entschuldigte. Was mich und Helen angeht, nun, sie hat sich danach schüchtern bei mir bedankt und natürlich hat sie mir verziehen. Ich sagte ihr, dass ich sie liebe, und sie lachte, schlug mir auf den Arm und sagte mir dann, dass sie mich auch liebt. Und so sind wir jetzt ganz offiziell ein Paar. Ich mag zwar ein Frauenmagnet sein, aber jetzt habe ich lieber nur eine Frau. Doch keine Sorge, meine Damen, denn mein Kumpel Gary ist noch Single und er ist ein echt guter Fang. Hi, ich bin's schon wieder, Sam. Ich bin ein ganz normaler Typ, der, ihr wisst ja, vorgibt, schwul zu sein, damit seine Fake-Verlobte Julia Zeit hat zu erkennen, was für ein Hengst er ist und sich in ihn zu verlieben. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich in diese Situation geraten bin. Die Dinge zwischen Julia und mir liefen ziemlich gut. Natürlich gab es ein paar unangenehme Momente, aber das war ja zu erwarten, oder? Einmal saßen wir, da wir die Couch immer noch nicht ersetzt hatten, auf unseren Liegestühlen im Wohnzimmer und schauten gemeinsam einen Film. Ich bemerkte, wie Julia mit einer Hand herumfuchtelte und sich kratzte, und dann sagte sie Es ist so heiß hier, ich komme richtig ins Schwitzen. Da ich ein Gentleman bin, antwortete ich, »Soll ich dir ein Glas eiskaltem Wasser holen?« »Nein«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Es ist nur dieser blöde BH, ich muss ihn sofort ausziehen.« »Sieh nicht hin!« »Meine Güte, das war zu viel für mich!« Ich glich einer errötenden Tomate, als ich mich unbeholfen in eine andere Richtung drehte und zum Fenster hinausschaute. Aber oh Mann, ich konnte ihr Spiegelbild darin sehen. Sie steckte ihre Hand in ihr Shirt und zog nach einer Sekunde ihren BH heraus. »Wow!« es war, als würde man eine Live-Vorstellung von David Copperfield sehen. Ein anderes Mal war ich in der Stadt, als Julia mir eine Nachricht schrieb: Hey, bester Freund, könntest du bitte für mich in den Supermarkt gehen? Ich habe vergessen, dass Tante Rosi heute zu Besuch ist. Ihre Tante wollte vorbeikommen? Warum hatte sie das nicht vorher erwähnt? Ich versuchte, cool zu bleiben und schrieb zurück: Okay, bleibt deine Tante zum Essen. Julia rief mich sofort an und lachte hysterisch. Es stellte sich heraus, dass Tante Rosi bedeutet, dass sie ihre Periode hatte. Oh mein Gott, Mädchen und ihre Codes. Aber am denkwürdigsten war der Vorfall im Badezimmer, Julia war gerade unter der Dusche, aber hatte die Tür nicht abgeschlossen. Natürlich bemerkte ich nicht, dass sie da drin war, also ging ich rein, um die Toilette zu benutzen. Genau in diesem Moment stieg Julia aus der Dusche, sah mich, flippte aus, schrie, stolperte, verfing sich im Duschvorhang und fiel auf den Boden. Ich wollte helfen, aber es war auch für mich ein unangenehmer Moment, und ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte, also rannte ich einfach raus und schloss die Tür. Abgesehen von solchen peinlichen Momenten war ich jedoch sehr glücklich, wenn ich mit Julia zusammen war. Jeden Tag verliebte ich mich ein bisschen mehr in sie. Ich fand sogar ihre seltsamen Angewohnheiten anziehend, wie zum Beispiel, dass sie immer schlürfte, wenn sie Kaffee trank, und dass sie von Postezetteln besessen war. Sie kritzelte Nachrichten darauf und klebte sie überall im Haus hin. Ich fand sogar einen, der an der Milch klebte und auf dem Stand Trink mich. Ich liebte sie und war mehr denn je entschlossen, ihr Herz zu erobern. Aber dann passierte eines Tages etwas Schreckliches. Sie kam über eine Stunde zu spät zum Abendessen nach Hause, also schrieb ich ihr eine Nachricht und fragte, wo sie sei. Sie antwortete, Tut mir leid, ich habe gerade ein Date, wir sehen uns später. Oh nein, ich musste das Date stoppen, also schrieb ich zurück. Oh, ich Idiot habe leider meine Schlüssel verloren. Wo bist du denn? Kann ich mir deine ausleihen? Sie schrieb mir den Namen irgendeiner Bar in der Stadt. Na toll, Verabredungen in Bars waren das Schlimmste. Ich fuhr sofort hin, und sobald ich sie sah, eilte ich hinüber und begrüßte sie. Als ihr trotteliges Date mich fragte, ob ich Julias Freund sei, schenkte ich ihm ein breites, fettes Lächeln und antwortete, Oh nein, ich bin ihr Verlobter. Ha, <laughs> der Blick auf seinem Gesicht war unbezahlbar. Er entschuldigte sich sofort und rannte davon. Julia sah wütend aus und begann mich anzuschreien. Ich sagte ihr, dass es ein Versehen war und mir die Worte einfach herausgerutscht waren, aber sie sah nicht überzeugt aus. Leider hielt sie das nicht davon ab, sich mit anderen Jungs zu verabreden. Sie wurde zur Dating Queen, sie scrollte ständig durch Dating Apps und machte neue Selfies für ihre Profile. Natürlich war ich darüber nicht glücklich, aber sie dachte, ich sei schwul, also, was sollte ich dagegen tun? Mist. Dann trieb sie es allerdings zu weit. Sie lud einen dieser Typen zu uns zum Abendessen ein, an unserem Mittwoch Taco Abend. Wie konnte sie nur? Ich konnte den verlobten Trick nicht mehr anwenden, denn Julia würde mich umbringen. Also musste ich mir eine andere geniale Idee ausdenken, um diesen Idioten in die Flucht zu schlagen. Sie stellte mich ihm als ihren schwulen Mitbewohner vor, und während wir die leckeren Tacos aßen, die ich gemacht hatte, hatte ich eine geniale Idee. Ich fing an, seinen Arm zu berühren und Dinge zu sagen wie: Oh, du bist ja muskulös, wie oft trainierst du denn? Dann drehte ich die Heizung auf und füßelte ein wenig unter dem Tisch mit ihm. Er lächelte zu Julia rüber, der arme Kerl musste gedacht haben, dass sie es war. Und als er sich unter den Tisch beugte, um seine Gabel aufzuheben, sah er, dass es die ganze Zeit mein Fuß gewesen war. Er war so schockiert, dass er mit dem Kopf auf den Tisch schlug. Haha, <laughs> das war saukomisch. Danach erfand er irgendeine Ausrede und ging eilig weg. Julia war verwirrt und wusste nicht, was passiert war, und ich zuckte nur mit den Schultern und sagte: Ich weiß nicht, vielleicht mag er keine Tacos. Ein weiterer Erfolg für mich. Dann gaben Julias Eltern eines Tages eine Jubiläumsparty und natürlich mussten Julia und ich wie ein verliebtes Paar auftreten. Von mir aus gerne. Julia stellte mich einigen ihrer Verwandten vor und ich beeindruckte sie mit meinem Charme, als ich bemerkte, wie sie quer durch den Raum blickte. Ich folgte ihrem Blick und sah einen Typen Hand in Hand mit einem Mädchen auf uns zugehen. Es stellte sich heraus, dass es ihr betrügerischer Ex und ihre Cousine waren. Schlimmer noch, sie erzählten uns, dass sie heiraten würden und wir beide zu der Hochzeit eingeladen waren. Boah! Die arme Julia klammerte sich an meinen Arm. Ich konnte sehen, dass sie versuchte, ihre Wut zu unterdrücken, aber sie zwang sich zu einem Lächeln und sagte ihnen, dass wir uns darauf freuen würden. Nach der Party sagte sie zu mir, ich solle vor ihr nach Hause gehen, da sie noch etwas zu erledigen habe. Ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei, da ich wusste, wie wütend sie immer noch auf ihren Ex war. Ich wollte sie nicht alleine lassen, also folgte ich ihr. Ratet mal, wohin ein Mädchen mit gebrochenem Herzen wütend und unglücklich an einem Samstagabend ging. Jap, in einen lauten, schwitzigen Club. Gott sei Dank war ich ihr gefolgt. Ich blieb in ihrer Nähe und behielt sie im Auge. Ihren Ex zu sehen, musste schlimme Erinnerungen ausgelöst haben, denn sie trank sehr viel. Dann tauchten zwei Typen auf und fingen an mit ihr zu reden. Einen Moment später begannen sie, sie wegzuziehen. Sie wehrte sich, aber das hielt sie nicht auf. Also stürzte ich rüber, packte sie an ihren Händen, warf ihnen einen bösen Blick zu und sagte mit einer super tiefen Stimme wie Tor: Lass das Mädchen in Ruhe! Oh Mann, sie waren so erschrocken, dass sie sofort abhauten. Julia sah überrascht und erleichtert aus, mich zu sehen. Ich fuhr sie nach Hause und fragte sie auf dem Weg, warum sie immer noch sauer auf ihren idiotischen Eck sei. Sie seufzte: Das bin ich nicht. Ich hasse nur die Tatsache, dass ein Idiot wie er jemanden heiraten und glücklich sein kann. Er hat es nicht verdient und es ist so unfair. Als wir aus dem Auto stiegen, legte ich ihr die Hand auf die Schulter, sah ihr tief in die Augen und sagte Dieser Verlierer hat so ein schönes Mädchen wie dich gar nicht verdient. Sowohl er als auch deine Cousine sind Idioten, und sie haben einander nicht verdient. Julia nickte und lächelte mich an. Danach setzten Julia und ich unser Leben als ein glückliches, wenn auch falsches, verlobtes Paar fort. Ich versuchte mich um sie zu kümmern und sie zum Lachen zu bringen, so gut ich konnte. Aber dann fing Julia an, sich seltsam zu verhalten, als ob sie mich meiden würde. Sie redete nicht mehr viel mit mir und kam oft spät nach Hause. Oh mein Gott, Moment mal, hatte sie etwa wieder einen Freund? Mist. Ich schwöre, wenn es jemand wagen würde, mit meiner Julia zu flirten, würde ich ihn nicht in Ruhe lassen. Also nahm ich mir einen Tag frei, um sie auszuspionieren. Aber als ich an diesem Tag aufwachte, war Julia nirgends zu finden. Nur einer ihrer geliebten Postezettel lag auf ihrem Kopfkissen. Ich las ihn und oh mein Gott. Sam, ich habe Gefühle für dich, aber ich weiß, dass du nicht dasselbe fühlst, also sollte ich wohl nicht mehr in deiner Nähe sein. Der Schmerz ist zu groß. Julia. Ich konnte es nicht fassen. Ich drückte den Zettel an meine Brust. Ah, meine süße Julia, sie hatte Gefühle für mich, aber sie dachte immer noch, ich wäre schwul. Mist. Warum war das alles so kompliziert? Ich versuchte sie anzurufen, aber sie ging nicht dran. Tage vergingen, aber es gab immer noch kein Zeichen von ihr. Und dann erinnerte ich mich plötzlich die Hochzeit. Sie war heute. Ich war mir sicher, dass sie da sein würde, denn sie würde ihnen nicht die Genugtuung geben, nicht zu erscheinen. Ich zog schnell meinen italienischen Anzug an. Wow. Hallo, hübscher Mann. Als ich bei der Hochzeit ankam, tanzten der Bräutigam und die Braut gerade ihren ersten Tanz. Ich schaute mich um und sah Julia, die allein in der Ecke saß und den beiden beim Tanzen zusah. Ich ging in meinem besten Filmschönlinggang zu ihr hinüber, hielt ihr meine Hand hin und fragte sie, Madam, darf ich um diesen Tanz bitten? Julia sah überrascht aus und wollte gerade etwas sagen, aber ich zog sie zur Tanzfläche hinüber. Sam, warum bist du hier? fragte sie mich, aber ich antwortete nicht. Dann stieß sie mich weg, brach in Tränen aus und sagte, Bitte lass mich einfach in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich schon genug gelitten habe? Ich sagte zu ihr, Julia. Warum siehst du nicht, dass du mein Bubble Tea Mädchen bist? Es gibt niemanden sonst wie dich. Ich umarmte sie fest, und dann tat ich das, was ich tun wollte, seit ich an dem Tag am See angefangen hatte, mit ihr zu reden. Ich beugte mich vor und küsste sie. Was glaubt ihr wohl, was als nächstes passierte? Würde sie mir eine Ohrfeige verpassen und mich einen Lügner nennen? Nun, ja, nachdem ich ihr alles erzählt hatte, meine Güte, das Mädchen konnte wirklich gut Ohrfeigen, aber dann umarmte sie mich und weinte vor Freude. Ich könnte mir wirklich kein besseres Ende vorstellen als dieses. Ja, ich weiß, dass ich etwas Verrücktes getan hatte, um mein Mädchen für mich zu gewinnen. Und ich empfehle nicht, so zu tun, als sei man schwul, um jemandem näher zu kommen. Aber ihr wisst ja, was man sagt. Wenn man verliebt ist, tut man dumme Dinge. Und jetzt gehört Julia mein riesiges, dummes Herz. Hallo Leute, hier ist Sam, euer Lieblingssingle. Nachdem meine Freundin Janette mich neun Jahre lang betrogen hat, habe ich beschlossen, Frauen aufzugeben und stattdessen zu versuchen, mit einem Mann auszugehen. Es dauerte ein paar Dates mit diesem Typen namens Grant, bis ich merkte, dass ich nicht schwul bin. Ich war wirklich verwirrt und ging zum See, wo ich das Bubble-Tea-Mädchen sah, das sich das Herz aus dem Leib schluchzte. Wir kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass sie eigentlich ziemlich cool ist. Aber da ich ein dummer Kerl bin, habe ich vergessen, sie nach ihrem Namen und ihrer Nummer zu fragen. Immerhin war ich ihr schon zweimal begegnet, also würde es sicher nicht lange dauern, bis sich unsere Wege wieder kreuzten, oder? Aber die Wochen vergingen und es gab kein Zeichen von ihr. Ich verbrachte sogar ein paar Nachmittage im Bubble Tea Café, um sie wiederzusehen. Leider sah ich sie nicht, sondern nur jemand, der ihr sehr ähnlich sah. Das arme Mädchen sah ganz erschrocken aus, als ich auf sie zustürmte und rief: Juhu, ich habe dich gefunden! Ups. Ich konnte einfach nicht aufhören, an sie zu denken. Mist, das war wirklich nervig. Dann, als ob mein Tag nicht schon schlimm genug wäre, rief meine Mutter an und bat mich, zu einem Notfalltreffen zu kommen. Es hat keinen Sinn, sich mit meiner Mutter zu streiten, denn sie war schon immer sehr aufbrausend gewesen, also fuhr ich sofort zu ihr. Sobald ich durch die Tür kam, wedelte sie mir mit ihrem Handy vor dem Gesicht herum. Auf dem Bildschirm war ein Foto von mir, wie ich die Hand dieses Grant-Typen hielt. Anscheinend hatte James seine Drohung wahrgemacht, dieser Idiot. Er würde definitiv keine Weihnachtskarte von mir bekommen. Dann fragte Mama mich streng, Wer ist dieser junge Mann und hast du eine Affäre mit ihm? Was ist denn mit Jeannette, dem armen Mädchen? Oh ja, ich hatte wohl vergessen zu sagen, dass ich nicht mehr mit Janet zusammen war. Ich sagte meinen Eltern, sie sollen sich etwas Starkes zu trinken holen und sich hinsetzen. Dann erzählte ich ihnen, dass Janet mich betrogen hatte, von der Trennung und davon, dass ich in meinem verwirrten und einsamen Zustand dachte, ich könnte schwul sein, aber ich dann gemerkt habe, dass ich es nicht war. Meine Eltern sahen von meiner Geschichte nicht überzeugt aus. Sie hatten nichts gegen die LGBT-Gemeinschaft, aber sie besitzen eine Pharmafirma, die ich ein paar Jahren übernehmen werde, und es ist ihnen wichtig, dass die Familie eine Nachfolge hat. Ach, könnten sie bitte nur einmal aufhören, so viel nachzudenken. Dann sah mich meine Mutter böse an und sie sagte: Sam, dein Vater und ich bestehen darauf, dass du die Sache mit diesem Mann sofort beendest. Und dann sollst du zu den Dates gehen, die wir vereinbart haben. Ich kenne zufällig eine Familie mit einer reizenden Tochter, die ungefähr in deinem Alter ist. Ich werde sie morgen Abend zum Essen einladen. Zieh dir auf jeden Fall was Schickes an. Ich hatte keine andere Wahl, als zuzustimmen. Also zog ich diesen stilvollen, schicken italienischen Anzug an und meine Güte. Es sollte ein Verbrechen sein, so gut auszusehen wie ich. Selbst ich fand mich unwiderstehlich. <laughs> als die Familie ankam, war ich ganz gespannt auf meinen ersten Blick auf dieses Mädchen. Oha. Ich kannte sie, zu meinem Schock war es das Bubble Tea Mädchen. Meine Eltern stellten sie vor, ihr Name war Julia. Julia? Was für ein schöner Name. Ich konnte meine Freude einfach nicht verbergen. Ich lächelte die ganze Zeit, ich konnte einfach nicht aufhören, auch wenn es vielleicht ein bisschen gruselig aussah. Die Sterne hatten sich gefügt, das Mädchen meiner Träume saß mir gegenüber und wow, ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen. Die Art, wie sie aß, trank und nieste, alles war so süß. Oh je, ich war wirklich dabei, mich in dieses Mädchen zu verlieben. Nach dem Essen schlug meine Mutter vor, dass ich mit Julia eine Führung durch den Garten machte, da die Rosen in dieser Saison wirklich wunderschön waren. Sobald wir draußen waren, drehte sich Julia zu mir um und sagte: Okay, hör zu. Du bist der zehnte Typ, mit dem ich meine Eltern in den letzten zwei Wochen verkuppelt haben. Ich bin erschöpft. Ich habe gerade sowieso keine Lust auf eine Beziehung. Also, warum sparen wir uns nicht gegenseitig Zeit und beenden es jetzt? Oh, wow, das hatte ich nicht kommen sehen. Sie mochte mich nicht. Ich meine, hallo? Prinz Charming trug einen Anzug um Himmels Willen. Dieses Mädchen sollte sich wohl mal die Augen untersuchen lassen. Sie sagte, ich haue ab und wollte gerade reingehen, als ich eine Idee hatte. Warte, ich habe eine Idee. Was, wenn wir uns verloben? Sie drehte sich um und warf mir einen schockierten Blick zu. Nun, ich hatte bereits angefangen, also konnte ich genauso gut weitersprechen. Deine Eltern nerven dich und meine nerven mich. Also lass uns so tun, als würden wir uns verloben, dann hören sie bestimmt auf, sich in unser Liebesleben einzumischen. Es wäre eine Win-Win Situation für uns beide. Julia sah verwirrt aus und war überhaupt nicht überzeugt, also fügte ich hinzu Du würdest dich natürlich immer noch mit anderen Leuten treffen dürfen, da gäbe es keine Einschränkungen. Es ist nur so, dass wir wahrscheinlich zusammen wohnen müssten, um keinen Verdacht zu erregen, aber das ist keine große Sache. Meine Wohnung ist groß genug. Also, was sagst du? Ich konnte sehen, dass Julia darüber nachdachte, aber sie sah aus, als bräuchte sie noch einen Schubs in die richtige Richtung, weshalb ich damit herausplatzte. Und außerdem zu deiner Information, ich bin schwul. Du musst dir also keine Sorgen um mich machen, da du nicht mein Typ bist. Es wäre wie mit einem Mitbewohner zu leben, wenn auch einem extrem gut Aussehenden. Na toll, wie konnte ich sie für mich gewinnen, wenn sie dachte, ich sei schwul? Toll gemacht, Sam. Aber dann stimmte sie zu meiner Überraschung zu. Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass es funktionieren würde. Ich war so glücklich, aber ich musste mich beruhigen und cool bleiben. Dann gaben wir uns die Hände, um den Deal zu besiegeln. Am nächsten Tag trafen wir uns in einem Café, um die Bedingungen zu besprechen, und wir stellten einige sehr wichtige Regeln auf. Erstens, erzähle absolut niemandem von dem Vertrag. Zweitens, keine Ausreden. Wichtige Veranstaltungen müssen gemeinsam besucht werden. Drittens, wir können uns mit anderen Menschen treffen, aber sie müssen vor allen Freunden und der Familie geheim gehalten werden. Viertens, niemand sonst darf über Nacht bleiben wegen des begrenzten Platzes und weil es peinlich wäre. Fünftens, Mittwochabend ist Taco und Filmabend. Das ist nicht verhandelbar. Wir unterschrieben beide den Vertrag. Wow, ich konnte nicht glauben, dass das tatsächlich passierte. Ich war im Begriff, eine Scheinbeziehung mit meiner Traumfrau einzugehen. Ich meine, was könnte da schon schiefgehen? Wir taten etwa einen Monat lang so, als wären wir zusammen. Dann luden wir unsere Familien in ein schickes Restaurant ein und verkündeten, dass wir verlobt seien. Sie zeigte ihnen den günstigen Ring, den wir gemeinsam bezahlt hatten, und alles andere. Meine Mutter war so begeistert, dass sie nicht aufhörte, alle zu umarmen. Danach zogen wir zusammen, und mein Plan, das Herz meiner Verlobten zu gewinnen, war offiziell gestartet. In unserer ersten Nacht in meiner Wohnung, die nun unser neues Zuhause war, holte ich ein zusätzliches Kissen für Julia heraus und tauschte die Decke gegen eine größere aus, damit wir sie uns teilen konnten. Julia sah, wie ich das Bett machte, also fragte sie Oh, was machst du da? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir zusammen in einem Bett schlafen, oder? Ich sagte, Natürlich tun wir das, wo sollten wir sonst schlafen? Sie lachte und sagte, sie würde das Bett nehmen und ich könnte auf der Couch schlafen. Oh verdammt, nein. Das war eine große Chance, ihr nahe zu kommen. Also sagte ich, ich hätte Rückenprobleme und müsse im Bett schlafen. Ich erinnerte sie wieder daran, dass ich schwul sei und dass sie sich keine Sorgen machen müsse, aber sie weigerte sich immer noch, also schlief sie auf der Couch. Mist. Sie war so stur. Wie sollte ich schlafen, wenn ich wusste, dass meine Verlobte auf der Couch lag? Also ging ich zu ihr, um zu sehen, ob sie noch wach war. Nö, sie schlief fest. Sogar mit offenem Mund sah sie super süß aus. Ich legte mich neben sie auf den Boden, und bevor ich mich versah, war ich eingeschlafen. Ich hatte diesen unglaublichen Traum, in dem Julia und ich uns am Strand jagten und sie mich neckte, indem sie mir Wasser ins Gesicht spritzte. Plötzlich wachte ich auf, als ich etwas Nasses in meinem Gesicht spürte. Ich öffnete meine Augen, und es war Julia. Sie sabberte auf mich. Igit. Ich eilte zurück ins Schlafzimmer, bevor sie aufwachte und sah, dass sie mich vollgesabbert hatte, denn das wäre peinlich gewesen. Am nächsten Morgen machte ich Julia mein Spezialfrühstück mit Rührei, Speck und Würstchen. Ich gab mir wirklich Mühe bei der Präsentation, sodass meine Gerichte immer aussahen, als kämen sie aus einem Michelin Stern Restaurant. Gordon Ramsay konnte nichts im Vergleich zu meinen kulinarischen Fähigkeiten. Nach dem Frühstück ging sie aus, also beschloss ich, ein paar Anpassungen vorzunehmen. Ich sorgte dafür, dass die Couch weggebracht wurde, und später beschloss ich, ihr ein leckeres Abendessen zu kochen. Als sie durch die Tür kam, sah sie verwirrt aus, als sie feststellte, dass der Tisch mit einer Vase mit Blumen und Kerzen bedeckt war. Was ist der Anlass? fragte sie mich. Es gibt keinen Anlass. Ich koche immer so, sagte ich und zuckte mit den Schultern. Und wo ist die Couch? fragte sie und sah mich stirnrunzelnd an. Ach, dieses alte Ding, es ist kaputt. Die Federn kamen schon überall raus. Das war wirklich gefährlich, also habe ich es wegbringen lassen. Schlaf einfach in meinem Bett, bis wir eine neue Couch haben. Ich wusste, dass sie jetzt nicht ablehnen konnte, da sie nirgendwo anders schlafen konnte. Aber nein, sie war nicht einverstanden. Mist. Zweifelte sie etwa daran, dass ich schwul war? Ich wusste es. Okay, ich hatte immer noch einen Ersatzplan. Es war an der Zeit, die Jungs hervorzuholen. Ich holte einen Stapel Zeitschriften aus meinem Schrank und sagte: "Okay, lass mich wenigstens eine Decke für dich finden, auf der du schlafen kannst." Mit großen Augen starrte sie auf die Magazine. Ja, es waren alle Sexiest Man Alive Cover des People's Magazine. Chris Hemsworth, Bradley Cooper und andere unwiderstehliche Kerle. Sie wollte gerade eines in die Hand nehmen, aber ich warf ihr einen ernsten Blick zu und sagte: "Sei bitte vorsichtig. Das ist meine kostbare Sammlung." Sie schwieg einen Moment und sagte dann, es sei okay, im selben Bett zu schlafen. Oh mein Gott, geschafft. Ich wusste, dass es eine tolle Idee gewesen war, die Zeitschriften von meiner Freundin auszuleihen. Julia holte ein paar zusätzliche Kissen heraus, legte sie in die Mitte des Bettes und sagte, Wage es ja nicht, die Grenze zu überschreiten. Ich lächelte und nickte. Am nächsten Morgen wachte ich auf und war total geschockt. Julia hatte mich im Schlaf umarmt. Alle Kissen, die sie in die Mitte gelegt hatte, lagen auf dem Boden. Anscheinend konnte sie mir nicht widerstehen. Ich meine, wer könnte es ihr verdenken? Ich war immerhin ein attraktiver Mann. Ich lag einfach nur still da und genoss diesen schönen Moment. Aber dann wachte sie plötzlich auf und schubste mich aus dem Bett. Autsch. Aber der Schmerz war es wert, oder? Aber das war noch nicht alles. Mit Julia zusammenzuleben und gleichzeitig so zu tun, als sei man schwul, war ein schwieriger Weg, muss ich sagen. Aber wird dieser am Ende süße Früchte tragen? Bleibt dran, um es herauszufinden. Hallo Leute, ich bin Sam. Und oh Mann, ich habe eine verrückte Geschichte zu erzählen. Aber zuerst möchte ich euch Folgendes fragen: Habt ihr jemals so getan, als wärt ihr schwul, um an ein Mädchen heranzukommen? Ihr braucht nicht nochmal zurückspulen, ihr habt richtig gehört. Verrückt, was? Also holt euch etwas Popcorn und bleibt dran. Denn ich werde euch jetzt alles darüber erzählen. Es begann mit meiner Jugendliebe Jeanette. Wir waren seit neun Jahren in einer Beziehung und lebten seit vier Jahren zusammen. Die häufigste Frage, die mir unsere Freunde und Familie stellten, war, warum hast du ihr noch keinen Antrag gemacht? Ich machte dann immer einen Witz darüber und sagte so etwas wie, alles zu seiner Zeit. Aber die Wahrheit war, dass wir beide noch sehr jung waren und ich mich einfach noch nicht bereit fühlte, diesen Schritt zu wagen. Aber natürlich würden wir irgendwann heiraten. Dann, eines Tages auf der Arbeit, bekam ich und mein Team großes Lob für ein großes Projekt, das wir mit Bravour gemeistert hatten. Um das zu feiern, lud ich alle zu mir ein, um eine feierliche Pizza-Mittagspause einzulegen. Ich wusste, dass Janet von zu Hause aus arbeitete, aber ich dachte nicht, dass es ihr etwas ausmachen würde. Ich meine, wer aß schon nicht gerne Pizza? Ich führte meine Kollegen in meine Wohnung und sagte: Hi Süße, ich bin zu Hause. Dann verhedderte sich mein Fuß in etwas und ich fiel fast hin. Ich griff nach unten, um mich zu befreien und hob einen BH hoch. Da sah ich, dass eine Spur von Kleidung auf dem ganzen Boden lag. Dann hörte ich stöhnende Geräusche, die aus dem Schlafzimmer kamen. Oh, lieber Gott, bitte nicht. Wenn sie das tat, was ich dachte, würde ich meinen Kopf gegen eine Wand schlagen. Und jetzt ratet mal, was als nächstes passierte. Ich ging ins Schlafzimmer, da war Janet in unserem Bett mit einem anderen Kerl. Sie waren so vertieft in das, was sie taten, dass sie mich gar nicht bemerkten, also hustete ich laut, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie sah völlig schockiert aus und stotterte dann: Sam, was machst du denn schon hier? Musst du nicht arbeiten? Wow, dieses Mädchen wagte es sogar, mich jetzt noch auszufragen. Ich erwiderte: Oh, jetzt interessierst du dich plötzlich für mich? Bin ich nicht derjenige, der fragen sollte, was ihr hier macht? Ich kann das nicht glauben. Dann ging ich raus und zurück ins Wohnzimmer, wo alle meine Kollegen standen und mich anglotzten. Oh nein, ich hatte sie komplett vergessen. Ich versuchte einigermaßen die Fassung zu bewahren, als ich sie höflich bat, zu gehen und auch sagte, dass ich vielleicht etwas später zurück zur Arbeit kommen würde. Dann erschien dieser Typ und fing an, seine Klamotten vom Boden aufzusammeln. Ich war so wütend, dass ich mir seine Hose und einen seiner Turnschuhe schnappte und sie in den Müll warf. Ha! viel Spaß dabei, den ganzen Tag nach Müll zu riechen, Idiot. Nachdem er gegangen war, fragte ich Janet, warum sie das getan hatte. Aber sie zeigte kein Anzeichen von Schuld oder Scham, sie saß einfach nur da und sagte, dass sie schon seit Jahren darauf gewartet hatte, dass ich ihr einen Antrag mache, aber ich hatte es nie getan. Sie wurde nicht jünger und hatte das Gefühl, ihr Leben mit jemandem zu vergeuden, der nicht in der Lage zu sein schien, sich voll und ganz auf sie einzulassen. Was? Das war absurd. Natürlich hatte ich vor, ihr einen Antrag zu machen, ich meine, vielleicht in ein oder zwei Jahren. Sie hätte nur warten müssen, aber nein, stattdessen betrog sie mich mit einem Typen, der nicht mal ansatzweise so gut aussah wie ich. Ich meine, komm schon, such dir wenigstens jemanden, der wie Captain America aussieht, dann wäre es ein fairer Wettbewerb. Natürlich trennten Janet und ich uns danach. Gott sei Dank fand ich heraus, dass sie mich betrogen hatte, bevor ich sie tatsächlich heiratete. Was für ein Glück, dass ich nochmal entkommen war. Puh. Okay, wem sollte ich etwas vormachen? Die Realität war, dass ich unglaublich traurig war und schlimmer noch, jeder auf der Arbeit wusste, was sie getan hatte. Mist. Das einzige, was mich aufhalterte, waren die Nächte, in denen ich Unmengen von Eis aß und schlechte Horrorfilme schaute. In einer dieser Nächte tauchten einige meiner männlichen Freunde auf und bestanden darauf, mit mir auszugehen. Ich wollte nirgendwo hingehen, aber meine Freunde akzeptierten kein Nein, also ging ich schon bald mit ihnen in eine Bar, trank ein Bier und hörte meinem schwulen Freund zu, wie toll sein fester Freund sei. Wenn ich so darüber nachdenke, hatte er vielleicht recht. Mädchen waren herrisch, kontrollierend und schienen es immer eilig zu haben, Meilensteine im Leben zu erreichen, aber Jungs waren nicht so. Plötzlich hatte ich eine Idee, ich war fertig mit Mädchen, aber die Wahrheit war, dass ich einsam war. Warum sollte ich es nicht mal mit einem Kerl probieren? Ja, ich weiß, es klang verrückt, aber egal. Wer weiß, vielleicht war ich wirklich schwul und dazu bestimmt, mit einem Kerl zusammen zu sein. Als ich also an diesem Abend nach Hause kam, lud ich mir eine Dating App herunter und begann nach meinem Traummann zu suchen. Es dauerte nicht lange, bis ich über Grant stolperte, er trug ein Stranger Things T-Shirt und er war attraktiv, obwohl er natürlich nicht so gut aussah wie ich. Wir fingen an zu chatten und ein paar Tage später fragte er mich nach einem Date und ich sagte zu. Wir gingen in irgendein Fastfood-Restaurant und aßen genau die fettigen Burger, die Janet hasste. Dann unterhielten wir uns über Superheldenfilme, die Janet ebenfalls hasste. Es war erfrischend, mit jemandem auszugehen, der keine Kalorien zählte oder die Nase über geekige Anspielungen rümpfte. Ich ging mit einem positiven Gefühl nach Hause, aber als ich an einem bubble tea café vorbeikam, wurde ich von etwas getroffen, was mich komplett durchnässte. Was zum Teufel, wonach schmeckt es? Es war sehr süß. Ich sah mich an und war das Bubble Tea? Ich konnte es nicht glauben, jemand hatte mir gerade einen Becher Bubble Tea an den Kopf geworfen. Ich sah mich um, um den Übeltäter zu finden, da sah ich ein schockiert aussehendes Mädchen zu mir rennen. Sie murmelte irgendetwas davon, dass es ihr wirklich leid täte und dass sie auf ihren Freund gezielt, ihn aber verfehlt hatte. Mittlerweile hatte ich deswegen echt miese Laune, also sagte ich zu ihr Du kannst wirklich nicht zielen, Mädchen. Und dann ging ich weg. Oh Mann, alles, was Mädchen tun, ist mir Kummer zu bereiten. Ich war so fertig mit ihnen. Als Grant mich also zu einem weiteren Date einlud, sagte ich ja. Wir gingen in ein Café, um ein wenig zu plaudern. Plötzlich streckte Grant seine Hand aus und nahm meine. Oh mein Gott, was sollte ich jetzt tun? Meine Hand zurückziehen? Aber das wäre vermutlich unhöflich, oder? Alles, was ich wollte, war, schnell aus diesem Dilemma herauszukommen. Also brappelte ich irgendetwas davon, das mir eingefallen war, dass ich mich mit meinen Eltern treffen musste und dann haute ich schnell ab. Okay, ich hatte also eine Offenbarung gehabt. Ich war zu 100% nicht schwul. Gott sei Dank hatten wir beim Händchenhalten aufgehört, wenn er versucht hätte mich zu küssen, wäre ich vielleicht vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Plötzlich piepte mein Handy. Es war eine Nachricht von meinem nervigen Cousin James mit einem Foto im Anhang. Oh mein Gott, das waren ich und Grant Händchenhaltend. Wieso hatte ich nicht bemerkt, dass James im selben Café gesessen hatte wie wir? Seine Nachricht lautete Gib mir deine Avengers Action Figurensammlung oder ich schicke das an deine Eltern. Was? Hatte er nichts Besseres zu tun, als mich zu erpressen? Auf keinen Fall würde ich ihm eine wertvolle Sammlung geben. Wenn ich ihn jetzt gesehen hätte, hätte ich ihm für diese kindische Aktion sogar eine Ohrfeige verpasst. Ich ignorierte seine leeren Drohungen. Dieser Idiot konnte mir sowieso keine Angst einjagen. Ich beschloss, dass ich eine Pause vom Dating brauchte. Vielleicht brauchte ich ein neues Hobby wie Lesen. Ja, Lesen wäre eine tolle Möglichkeit, mich abzulenken. Am nächsten Tag ging ich also in den Buchladen, als ich plötzlich Janet sah. Na toll, was macht sie denn hier? Ich flippte aus, also schnappte ich mir das nächstgelegene Buch und tat so, als würde ich es lesen. Puh, sie hatte mich doch nicht gesehen, oder? Dann hörte ich plötzlich ihre Stimme sagen: "Sam, bist du das?" Ich ließ das Buch sinken, zwang mir ein falsches Lächeln ins Gesicht und grüßte zurück. Dann zeigte sie auf das Buch, das ich in der Hand hielt und sagte: "Ist das für deine Nichte?" Als ich sie sah, wurde ich ganz nervös, also murmelte ich: "Nein, das ist für mich." Sie warf mir einen seltsamen Blick zu und sagte dann: "Oh, ich wusste gar nicht, dass du auf diese Art von Romanen stehst. Was? Ich schaute auf das Buch, das ich in der Hand hielt. Oh, na toll. Ich hielt das Buch eine für vier in der Hand. Ich wollte mich gerade korrigieren, als plötzlich ein echt gut aussehender Kerl auftauchte und seine Hand auf Janets Taille legte. Sam, das ist Nick, mein Verlobter. Dann zeigte sie mir den riesigen Diamantring an ihrem Finger. Dieser Nick schüttelte mir die Hand. Boah, er hatte einen festen Griff. Dann fingen sie an, sich gegenseitig liebevolle Blicke zuzuwerfen. Das war mein Stichwort zu gehen, also legte ich das Buch weg, murmelte einen Abschiedsgruß und eilte hinaus. Na toll, Janet hatte sich einen anderen Kerl geangelt und ich fühlte mich wie ein Verlierer. Ich musste einen klaren Kopf bekommen, also machte ich einen langen Spaziergang und kam an dem See an, an dem Janet und ich bei unserem ersten Date gewesen waren. Als ich dort stand, erinnerte ich mich daran, wie eine Taube auf ihre Jacke gemacht hatte und ich so sehr gelacht hatte, dass ich gestolpert war und mein Handy in den See gefallen war. Ach, die gute alte Zeit. Meine Erinnerungen wurden durch die Geräusche von jemandem unterbrochen, der schluchzte, und da entdeckte ich ein weinendes Mädchen am See sitzen. Plötzlich stand sie auf und es sah aus, als würde sie springen. Panisch rannte ich zu ihr hinüber und packte ihren Arm, um sie aufzuhalten. Sie war so erschrocken, dass sie mir direkt ins Gesicht schlug, meine Nase fing an zu bluten und mein Mund schwoll an, als ob ich von einem Bienenschwarm gestochen worden wäre. Ich schrie, was soll das? Und warf dem Mädchen einen bösen Blick zu. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Es war das Bubble-Tea-Mädchen. Was war nur mit mir und diesem Mädchen? Sie bringt bestimmt Unglück, denn jedes Mal, wenn wir uns trafen, endete es damit, dass ich von etwas getroffen wurde. Lange würde mein Körper das nicht mehr aushalten. Und es schien, als hätte sie mich auch erkannt, also entschuldigte sie sich sofort und fragte, ob es mir gut ginge. Ich war super wütend, also schrie ich sie an Nein, mir geht es nicht gut, und was in aller Welt denkst du, was du da tust? Egal wie schlimm deine Probleme sind, du solltest nie etwas so Egoistisches tun. Willst du diese Welt wirklich ganz hinter dir lassen? Das Mädchen warf mir einen seltsamen Blick zu und sagte Was? Wovon redest du? Wie sich herausstellte, war das alles ein Missverständnis. Sie wollte nicht in den See springen, sie wollte nur den Ring wegwerfen, den ihr Freund ihr geschenkt hatte. Ups. Sie erzählte mir, wie sie ihn auf ihrer Geburtstagsparty dabei erwischt hatte, wie er sie mit ihrer Cousine betrog. Autsch. Ich dachte, meine Ex wäre die schlimmste, aber ihr Ex klang wie der blödeste Trottel überhaupt. Dann holten wir uns etwas zu trinken, keinen Bubble Tea, und setzten uns an den See und plauderten eine Weile miteinander. Es stellte sich heraus, dass sie eigentlich ganz in Ordnung war. Ich meine, sie war ziemlich süß und lustig und ihr Lieblingssuperheld ist Black Widow. Das ist eine super Wahl. Und oh nein, ich glaube, ich verknallte mich gerade in sie. Als wir uns verabschiedeten, hatte sie aufgehört zu weinen und lächelte sogar. Das bedeutete also, dass sie mich auch mochte, richtig? Während ich nach Hause ging, wurde mir etwas klar. Ich hatte vergessen, nach ihrer Nummer zu fragen. Oh Mann, ich war so dumm. Ich kannte noch nicht mal ihren Namen. Ich meine, sie hieß sicher nicht Bubble Tea Girl, also konnte ich nicht einmal nach ihr suchen. Wirklich gute Arbeit, Sammy Boy. Also, wollt ihr wissen, ob ich jemals ihren Namen herausgefunden habe? Dann bleibt dran. Denn jetzt wird es erst richtig spaßig. Hattet ihr jemals das Gefühl, dass eure Familie verflucht ist? Ich lebe mit meiner Oma, meiner Mutter und meiner älteren Schwester zusammen. Ich bin von Frauen umgeben und nicht von einem Mann. Es musste doch ein Fluch sein, denn meine Großeltern hatten eine schreckliche Ehe. Und die Ehe meiner Eltern war auch ein totaler Reinfall. Das machte meine Mutter und meine Großmutter super sensibel, wenn es um Männer ging. Sie hielten alle Männer für gefährlich und warnten mich und meine Schwester immer davor, auch nur in die Nähe von Jungs zu gehen. Ich bin übrigens Gemma und meine Schwester heißt Lacey. Sie ist die Süße, die immer darauf hört, was Mama und Oma sagen. Und ich schätze, man könnte sagen, ich bin eher das rebellische Kind. Die meisten meiner Freunde waren Jungs, aber das wusste meine Familie natürlich nicht. Immer, wenn ich über meine Freunde sprach, tat ich so, als wären sie alle Mädchen. Sonst würde meine Mutter mich wahrscheinlich umbringen. Auch wenn ich von männlichen Freunden umgeben war, hatte ich mich noch nie verliebt. Ich war eigentlich ziemlich schüchtern, was das Ganze anging. Vielleicht hatten meine Mutter und meine Oma wirklich auf mich abgefärbt. Denn wann immer ein Junge mir sagte, dass er mich mochte, glaubte ich ihm nicht. Einmal in der Mittelschule hätte ich diesem Jungen aber fast geglaubt. Er sagte, er sei total verknallt in mich und würde sogar für mich sterben. Er saß buchstäblich von morgens bis abends vor unserer Haustür und wartete, bis ich zustimmte, seine Freundin zu sein. Aber er konnte dem Zorn meiner Mutter nicht entkommen. Als sie ihn erwischte, schüttete sie einen Eimer Wasser auf ihn, woraufhin er sofort weglief. Offensichtlich wollte er dann doch nicht für mich sterben. <laughs> es gab auch andere Jungs, die sagten, sie könnten ohne mich nicht leben. Aber ich sehe sie immer noch lebendig und gesund herumlaufen. Also schätze ich, dass meine Mutter und meine Oma recht hatten? Männer sind nur ein Haufen von Lügnern. Aber es gibt immer Ausnahmen. Und meine Ausnahme war Brad. Oh, süßer Brad. Ich traf ihn in einem Plattenladen. Und wir wollten beide genau zur gleichen Zeit die gleiche Platte kaufen. Ich war vom ersten Anblick an in ihn verknallt. All die Warnungen vor Jungs verschwanden aus meinem Kopf. Und ich konnte kaum noch sehen. Meine Augen hatten sich in Herz-Emojis verwandelt. Der Rest war Geschichte. Wir verliebten uns und wurden ein Paar. Und schließlich nahm ich den Mut zusammen, ihn mit nach Hause zu nehmen. Ich dachte, niemand könnte einen süßen Kerl wie ihn ablehnen. Meine Oma und meine Mutter eingeschlossen. Ich wusste nicht, dass ich ihn gerade in die Höhle des Löwen einlud. Sobald er unser Haus betrat, umarmte er meine Oma und sagte, Sie müssen Gemmas Mutter sein. Ich kann sehen, woher sie ihr gutes Aussehen hat. Dann drehte er sich zu meiner Mom und sagte, Hi Lacey, du bist noch hübscher als auf den Fotos. Aber dann tauchte natürlich Lacey auf und Brad erkannte seinen Fehler. Und er lachte und sagte, er hätte nicht erwartet, dass ich eine so junge und schöne Oma und Mama haben würde. Meine Mutter und meine Oma gaben sich Mühe, ihre Belustigung zu verbergen und Brad zwinkerte mir einfach zu. Oh Junge, er war gerissen. <laughs> Mitten beim Abendessen, als Brad auf die Toilette ging, bemerkte ich, wie meine Mutter und meine Oma sich gegenseitig angrinsten. Sie führten doch etwas im Schilde. Weiß, wenn sie etwas in sein Essen getan hatten. Ich traute ihnen kein bisschen und fragte sie, was los sei, aber sie lächelten nur süß und sagten Nichts, mein Schatz. Ich nahm einen Bissen von seinem Kartoffelpüree, und es war so salzig. Ich fragte sie, warum sie das getan hatten, und meine Oma sagte, wir wollten nur sehen, ob er ein Lügner ist, wie alle anderen Männer. Schatz, wir wollen sehen, ob er sich entscheidet, ein höflicher oder ein ehrlicher Mann zu sein. Als Brett zurückkam, fragte ihn meine Oma, ob ihm das Essen schmecken würde, und er sagte, Es ist köstlich, danke. Ich liebe es, dass ihr euch nicht mit dem Salz zurückgehalten habt. Das bringt die natürlichen Aromen der Kartoffel richtig zur Geltung. Ha! Das ist mein Junge. Gut gemacht, Brad. Meine Oma und meine Mutter beendeten ihre Streiche jedoch nicht dort. Sie waren fest entschlossen, Brad fortzuführen. Meine Mutter bat ihn, ihr zu helfen, den Nachtisch aus dem Kühlschrank zu holen. Und sie legte eine falsche Plastikspinne oben auf den Kuchen. Sie wollte ihn offensichtlich erschrecken, aber er fiel nicht darauf rein. Er nahm sie einfach herunter und ließ sie auf dem Tisch liegen. Und dann nach dem Essen fragte meine Großmutter, ob er mit ihr noch eine Zigarette rauchen wolle, was er höflich ablehnte. Es war klar, dass sie seine Schwächen nicht so einfach finden würden. Als wir mit dem Abendessen fertig waren, ging Lacey hoch in ihr Zimmer. Kurz darauf sagten meine Oma und meine Mutter plötzlich, dass sie draußen jemanden rufen hörten. Also standen sie auf und ging raus, um nachzusehen. Ich konnte ihre frustrierten Gesichter sehen da sie keinen Grund finden konnten, meine Liebesgeschichte mit Brad zu verbieten. Also mussten sie wohl rausgehen, um zu diskutieren. Ich sagte Brad, er solle in der Küche warten, während ich ihnen nachging, um sie zu belauschen. Aber sobald ich in den Flur ging, gingen alle Lichter aus, und ich hörte, wie jemand die Tür eintrat. Ich war so in Panik, dass ich einfach unkontrolliert laut schrie. Und nicht aufhören konnte zu zittern, mir den Kopf hielt und panisch um Hilfe schrie. Gott, ich konnte sogar ein Geräusch hören, es klang, als ob eine Pistole geladen würde. Waren wir dabei, ausgeraubt zu werden? Ich stand einfach da und war wie erstarrt. Ich hatte Todesangst. Aber dann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter und wäre fast aus der Haut gefahren, aber zum Glück war es nur Brad. Er zog mich dicht an sich heran, während er sowas wie einen Kerzenständer hielt. Dann wollte er mich zurücklassen, um sich demjenigen zu stellen, der das verursacht hatte. Aber ich hatte solche Angst, dass ich ihn einfach festhielt und anfing zu schluchzen. Plötzlich ging das Licht wieder an. Nachdem ich für einen Moment geblendet war, bemerkte ich meine Mutter und meine Oma, die direkt vor mir standen. Meine Oma rief, Wer bist du? Ich wusste nicht, wovon sie sprach. Also sah ich zu Brett auf und erschrak. Es war nicht Brett. Es war irgendein Typ. Ich rannte zu meiner Mutter und sagte, er ist ein Räuber, er hat eine Waffe. Meine Oma lachte nur und sagte, es gibt keinen Räuber, Dummerchen. Das war nur ein Test für deinen Freund. Wir wollten sehen, wie mutig er ist. Dann lauschte meine Oma in Richtung Küche und da war Brad, der unter dem Tisch kauerte. Was? Was hatten Mom und Oma erwartet, wie er in so einer gefährlichen Situation reagieren würde? Wie auch immer, es war sehr peinlich, ihn so zu sehen. Aber, Moment, wer war dieser andere Typ? Plötzlich meldete er sich zu Wort und sagte, ähm, eigentlich bin ich Chris, der Freund von Lacey. Meine Mom und meine Oma schauten geschockt. Meine Mom schrie nach oben. Lacey, komm sofort hier runter! Okay, das war peinlich. Es stellte sich heraus, dass Chris und Lacey seit über einem Jahr heimlich zusammen waren. Er hatte sogar eine Strickleiter, die er benutzte, um jedes Wochenende in ihr Zimmer zu klettern. Ich konnte es nicht glauben. Ich warf einen Blick auf Lacey. Die ganze Zeit hatte ich gedacht, diese junge Dame sei unschuldig und würde da oben in ihrem Zimmer lesen, während sie in Wirklichkeit nur so tat, als würde sie alles glauben, was Mama und Oma sagten, und hinter unser aller Rücken mit einem Freund herumschlich, der klüger war als ich. Obwohl es nicht zu leugnen war, dass Chris ein guter Kerl war. Sobald die Lichter ausgegangen waren, hatte er Lacey in einer Ecke versteckt und war heruntergekommen, um nachzuforschen und sich um mich zu kümmern, ohne sich um die Gefahr des Ganzen zu kümmern. Armer Brad, er hatte diesen Test nicht bestanden, aber ich konnte es ihm nicht verübeln. Was meine Mutter und meine Oma anging, so waren sie so geschockt, dass sie nicht einmal sprechen konnten. Lacey bat sie, Chris zu akzeptieren und ihm die offizielle Erlaubnis zu geben, sich zu verabreden. Aber meine Mutter und Oma ignorierten sie einfach und gingen in ihre Zimmer. Danach kam Chris oft vorbei, aber meine Mutter und meine Oma behandelten ihn genauso wie sie es mit Brett getan hatten. Sie testeten ihn immer wieder. Eines Abends machten sie sogar einen Quiz, um zu sehen, wie intelligent er war, und sie schickten sogar gefälschte Nachrichten an Lacys Handy in denen sie vorgaben, ein anderer Typ zu sein, um zu sehen, wie eifersüchtig er werden würde. Aber er ist nicht darauf reingefallen. Er und Lacey waren ein tolles Paar. Armer Chris und Armer Brad. Sie bekamen keine Pause. Meine Mutter und Oma sagten ständig, Brad sei ein Feigling und Chris sei hinterhältig. Und sie waren so unhöflich zu ihnen. Mir wurde klar, dass kein Mann es ihnen je recht machen konnte. Ihre Vergangenheit verfolgte sie immer noch, und ihre Vorurteile waren so extrem. Aber egal wie sehr sie unsere Freunde hassten, Lacey und ich wollten nicht aufgeben. Als meine Oma Geburtstag hatte, sagten Lacey und ich, dass wir ein großes Geschenk für sie hätten. Omas Antwort war: Mädels, das einzige Geschenk, das ich im Moment möchte, ist, dass ihr beide eure Freunde abserviert. Das ist das einzige, was mich glücklich machen wird. Lacey lächelte und sagte: Sicher, Oma, alles für dich. Dann holte sie einen Schwangerschaftstest hervor und sagte, »Aber Oma, ich bekomme ein Baby von Chris. Wenn es dich glücklich macht, werde ich mit ihm Schluss machen und das Baby allein großziehen. So wie du Mama großgezogen hast und wie Mama Gemma und mich großgezogen hat.« Meine Mutter und meine Oma sahen aus, als würden sie gleich ohnmächtig werden. Und bevor sie noch etwas sagen konnten, fuhr ich fort, »Brett und ich werden uns auch trennen, obwohl ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich ihn liebe.« wenn es dir lieber ist, dass ich für den Rest meines Lebens einsam bin, werde ich es tun. Denn, wie du immer sagst, Männer sind Gift. Ich habe sogar beschlossen, Nonne zu werden. Ich verlasse die Schule und werde nächste Woche ins Kloster gehen. Daraufhin brach meine Mutter in Tränen aus, ergriff meine Hand und sagte, Süßer, nein, wille nicht so einen einsamen Weg, bleib bei uns. Meine Oma weinte ebenfalls, umarmte Lacey und sagte, Süße, sei nicht dumm. Dein Baby kann nicht ohne einen Vater aufwachsen. Chris ist ein toller Kerl. Hör nicht auf mich. Er ist großartig. Es tut mir so leid. So, da habt ihr's. Lacey und ich sind immer noch mit Chris und Brad zusammen. Und wir könnten nicht glücklicher sein. Mama und Grandma hatten sie endlich akzeptiert, und ich wage es zu sagen, sie sind jetzt sogar nett zu ihnen. Es gibt nur ein kleines Problem. Wie wird Lacey die Tatsache erklären, dass ihr Bauch nicht wächst? Zwinker, zwinker. <laughs> Sieht aus, als wären meine Mutter und meine Oma nicht die Einzigen, die gut im Testen von Menschen sind. Das muss wohl in unserer Familie liegen. Wünscht uns Glück. Hey, ich bin Kelly. Ich bin fast 16. Aber ich konnte nur, bis ich zwei Jahre alt war, in Frieden leben. Denn dann wurde mein kleiner Bruder Ethan geboren und ruinierte alles. Ich hatte immer gehofft, dass diese kleine Göre nie geboren worden wäre. Und wenn du das ältere Geschwisterkind bist wie ich, dann stehen die Chancen gut, dass es dir genauso geht wie mir. Seine Geburt bedeutete, dass meine Eltern mich kaum noch wahrnahmen. Ja, ich weiß, ich war damals zwei, also erinnere ich mich eigentlich nicht daran, aber während der nächsten Jahre sah ich, dass es die Wahrheit war. Ich bekam für die dümmsten Dinge Ärger, nur weil ich älter war, während Ethan mit allem davonkam. Weil er zu jung war, um es zu verstehen. Oh, ich hasse meinen Bruder wirklich. Und ich kann euch einen Haufen Gründe dafür nennen. Wir stritten uns immer um das letzte Stück Pizza. Wenn er es bekam, aß er es mit offenem Mund vor meinen Augen. Und Mama lächelte und sagte: Oh, mein heranwachsender Junge. Aber wenn ich es bekam, runzelte Mama nur die Stirn und sagte: Kelly, sei nicht so gierig. Oh. Einmal schlich er sich in mein Zimmer und nahm das Plüschhäschen, das mir meine beste Freundin geschenkt hatte, und klebte seine Ohren mit Sekundenkleber zusammen. Also nahm ich seine Switch und versteckte sie im Keller. Er brauchte eine ganze Woche, um sie wiederzufinden. Ha! Aus Rache schmierte er mir Schokolade auf den Hosenboden. Ich merkte erst, was los war, als die anderen Kinder anfingen zu lachen und auf mich zu zeigen. Ich musste für den Rest des Tages meinen Pullover um die Taille gebunden tragen, obwohl es eiskalt war. Also rächte ich mich, indem ich sein Kopfkissen mit Brennnesseln einrieb. Am nächsten Morgen war sein Gesicht knallrot und er konnte nicht aufhören, sich zu kratzen. Es war so lustig. An dem Tag hatten wir auch ein Fotoshooting, also verbrachte der Make-up-Artist viel Zeit damit, ihn zu schminken, um die Rötung zu überdecken. <laughs> er sah so lächerlich aus. Also, wir haben manchmal Fotoshootings, in denen wir wie eine liebevolle, harmonische Familie aussehen müssen. Pff, als ob. Ich konnte zwar für die Kameras so tun, als ob, aber in Wahrheit wollte ich meinem Bruder nur in den Hintern treten. Wir kamen einfach überhaupt nicht miteinander aus. Er ist so ein Balk. Also war es wohl unsere Bewältigungsstrategie, uns gegenseitig Streiche zu spielen. Ich meine, hey, es ist nicht so einfach, mit jemandem zusammenzuleben, den man hasst. Wir spielten uns so oft Streiche, dass unsere Eltern uns einfach damit weitermachen ließen. Es gibt jedoch eine Sache, vor der sich Ethan fürchtet. Alles begann, als er acht Jahre alt war und Papa The Walking Dead schaute. Ich und Ethan kamen gerade ins Zimmer, als es eine Szene gab, in der ein Zombie einen Fressrausch hatte. Als tapferes Mädchen fand ich das interessant und habe mich hingesetzt und es mir mit Dad angeschaut. Aber mein Bruder, das Weichei, schrie, rannte aus dem Zimmer, versteckte sich unter dem Bett unserer Eltern, brach in Tränen aus und weigerte sich zwei Stunden lang, sich zu bewegen, weil er davon überzeugt war, dass er, als er den Zombie gesehen hatte, auserwählt sein musste und die Zombies ihn holen würden. Das war also seine Achillesferse. Kurz darauf ließ er meine brandneuen Kopfhörer in die Toilette fallen so dass ich meine Hand hineinstecken musste, um sie herauszuholen. Also beschloss ich, mich an ihm zu rächen, und zu meinem Glück stand Halloween vor der Tür. Perfekt. Ich schaute mir auf YouTube Make-up-Tutorials an und übte an meinen Freunden. Dann an Halloween verwandelte ich mich in einen echt gruseligen Zombie, versteckte die Videokamera in seinem Zimmer, stellte mich in seinen Kleiderschrank und machte grummelnde und störende Geräusche. Als er die Schranktür öffnete, sprang ich auf ihn zu und warf ihn auf den Boden. Oh mein Gott, er hat so laut geschrien und sich tatsächlich in die Hose gepinkelt. Und jetzt, all diese Jahre später, habe ich es immer noch auf Video, um ihn damit zu quälen. Ha! Aber lasst euch nicht täuschen, denn mein Bruder war kein gewöhnliches Kind. Es ist noch gar nicht so lange her, dass er mir einen Streich gespielt hat, der mich wütender gemacht hat als Misty von Pokémon. Also, ich war in diesen Jungen aus der Schule verknallt. Er war einfach so süß und traumhaft und durch die süßen Blicke, die er mir immer wieder zuwarf, war ich mir zu 100% sicher, dass er mich auch mochte? Der Valentinstag schien der perfekte Tag zu sein, um ihm meine Gefühle zu gestehen. Also blieb ich in der Nacht davor bis Mitternacht auf und machte Pralinen für ihn. Ich ließ meine liebevoll verpackten Pralinen und die Schachtel auf der Seite in der Küche stehen und ging ins Bett. Am nächsten Tag schnappte ich mir die Schachtel und überreichte sie in der Mittagspause meinem Schwarm. Zu meinem großen Entsetzen sah ich, als er sie öffnete, dass anstatt der schönen herzförmigen Pralinen, die ich stundenlang gemacht hatte, peinliche Kindheitsfoto von mir drin waren. Darunter ein Foto aus der Zeit, als ich zwölf war. Mit einem Haufen hässlicher Pickel im Gesicht. Und eines von mir als Kleinkind, das mit offenem Mund und Saba am Kinn schläft. Und eines von mir als Baby mit einer Schüssel voller Brei auf dem Kopf. Dann hob mein Schwarm einen Zettel hoch, auf dem stand Tolle Pralinen, Schwesterherz. Diese hinterhältige Göre. Obwohl mein Schwarm immer wieder sagte, dass ich auf diesen Fotos wirklich süß aussah. Und er sie sogar noch mehr mochte als die Pralinen, wollte ich diesem Balg immer noch einen harten Schlag direkt in sein nerviges Gesicht verpassen. Oh Gott, ich flehe dich an. Bitte nimm ihn von mir weg. Ich werde brav sein, ich werde meine Hausaufgaben pünktlich machen und ich werde aufhören, Mamas teures Parfüm zu borgen. Okay, das war zwar mein Wunsch gewesen, aber ich hätte nie erwartet, dass er in Erfüllung geht. Es war ein ganz normaler Abend und wir saßen am Esstisch. Ethan klebte an seinem Handy und Mama wurde richtig sauer und ließ ihn den Tisch abräumen. Während er das tat, sah ich, wie auf seinem Telefon eine Nachricht von jemandem namens Sophie aufpoppte. In der stand: Okay, wir sehen uns dann um 20 Uhr vor dem Kino. Ich freue mich schon drauf. Was? Ethan hat ein Date? Oh, mein süßer kleiner Bruder. Es war an der Zeit, sich dafür zu revanchieren, dass er die Pralinen meines Schwarms ruiniert hatte. Also folgte ich Ethan heimlich zum Kino. Da das Kino ziemlich nah an unserem Zuhause lag, gingen wir beide zu Fuß. Er lief durch den Park. Oh Gott, das war echt gruselig um diese Zeit. Ich schwöre, die Bäume sahen aus wie Monster. Jedenfalls sah ich etwas neben meinen Füßen aufleuchten. Ich hob es auf. Es war Ethan's Handy. Was für ein Idiot. Ich würde ihn hart arbeiten lassen, um es zurückzubekommen. Als ich aus dem Park ging, sah ich einen schwarzen Van, der in der Nähe geparkt war. Plötzlich hörte ich einen Schrei und sah zwei riesige Männer, die versuchten, Ethan in den hinteren Teil des Vans zu zerren. Ethan weinte und wehrte sich heftig, aber mein schwacher, dürrer 14-jähriger Bruder hatte keine Chance gegen diese zwei Männer. Was? Wie konnten sie es wagen, meinen Bruder zu entführen? Er war vielleicht der nervigste Mensch auf diesem Planeten, aber er war mein nerviger kleiner Bruder. Auf keinen Fall würde ich das zulassen. Ich stürzte nach vorne und rief: Ethan Zombie-Modus! Meine Anwesenheit erschreckte die beiden Entführer, und das machte sie noch entschlossener, ihn in Richtung Wend zu zerren. Als Ethan plötzlich fest in die Hand des Mannes biss, der ihm den Mund zuhielt, so wie es Zombies immer tun. Gut gemacht, Bruder! Der Mann schrie auf und schüttelte seine Hand. Der andere Mann zerrte an Ethans Arm, aber er schaffte es, auf die Füße zu kommen. Als der Mann versuchte, ihn in den Van zu schieben, nutzte Ethan seine Chance und trat ihm direkt zwischen die Beine. Autsch! Während dies geschah, rief ich die Polizei und sagte ihnen, sie sollten sich beeilen. Dann sah ich den Idioten, dem Ethan in die Hand gebissen hatte, dass er ihn wieder packen wollte. Also schrie ich laut: Ethan! Lauf! Er sprintete los in den Park und der Gebissene folgte ihm. Es war genau wie eine Zombie-Verfolgungsjagd im echten Leben. Aha! Plötzlich spürte ich, wie mich Arme um die Taille packten. Oh nein, es war der andere Typ! Ich schätze, dann kommst du auch mit. Bevor er mich hochschub und mich zur Rückseite des Vents trug. Ich schrie und versuchte, um mich zu schlagen und zu treten, aber er war viel zu stark. Er warf mich hinten in den Van, aber bevor er einsteigen konnte, schlug ich die Tür des Vans zu und verriegelte sie schnell von innen, um ihn auszusperren. Zu meinem Glück war nicht er, sondern der Typ, der Ethan verfolgte, derjenige, der den Schlüssel hatte. Es war so beängstigend, als der Entführer mich draußen immer wieder anschrie. Aber ich hatte noch mehr Angst bei dem Gedanken, dass Ethan irgendwo da draußen verletzt werden könnte. Dann hörte ich plötzlich seine Stimme: Hey, stopp! Hat er sich erwischen lassen? Ich schaute hinaus, um das Gegenteil zu sehen. Er rannte auf mich zu hinter zwei Polizeibeamten her. Sie hielten ihre Waffen in der Hand, um den Mann zu stellen, der neben dem Van stand. Ethan war in Sicherheit und kam zu mir zurück. Ich öffnete die Tür und sprang ihm in die Arme. Oh, lasst mich diesen Teil überspringen. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mich an diese emotionale Situation erinnere. Ich und Ethan folgten den Polizisten und sahen, wie der andere Entführer mit Handschellen an einem Baum gefesselt war und mit seinem anderen freien Arm in der Dunkelheit mit Moskitos kämpfte. Die Polizisten erzählten mir, dass Ethan sich auf dem Weg zum Van immer wieder darüber beschwerte, wie langsam und unprofessionell sie seien, dass sie stattdessen zuerst kommen sollten, um mich zu retten. Mein Bruder sagte immer noch stur, ich hätte mich selbst retten können, aber dieses Weicher ja nicht. Dieser Idiot hatte echt keine Ahnung, dass er eine Wonder Woman als große Schwester hatte. Unsere Eltern kamen so schnell wie möglich zum Polizeirevier, um uns abzuholen und ja, das war wieder emotional. Es stellte sich heraus, dass der Rivale meines Vaters den Kerl angeheuert hatte, um Ethan zu entführen, damit sie ihn benutzen konnten, um meinen Vater zu erpressen. Ich verstand die ganze Situation nicht ganz. Vielleicht schaue ich mir danach mehr politische Filme an. Aber jetzt, Gott sei Dank, waren wir ja in Sicherheit. Ich hatte mir vielleicht gewünscht, dass mein Bruder verschwindet. Aber als ich ihn tatsächlich beinahe für immer hätte verlieren können, nun, da muss ich zugeben, dass mich das wirklich erschreckt hat. Und es stellte sich heraus, dass er auch so über mich dachte. Verrückt, hä? Huh? Natürlich spielen wir uns immer noch gegenseitig Streiche. Wir wären nicht wir, wenn wir das nicht täten. Aber mir ist etwas klar geworden. Er ist vielleicht die nervigste Göre überhaupt. Aber er gehört immer noch zu meiner Familie. Und ich liebe meine Familie sehr. Wie auch immer, ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer noch Zeiten geben wird, in denen ich meinen nervigen kleinen Bruder hasse. Wie jetzt gerade. Denn während ich in meinem Zimmer sitze und euch meine Geschichte erzähle, bin ich mir sicher, dass ich ihn vor meiner Tür kichern höre. Ich wette, dass wenn ich sie öffne, ich mit einem Eimer kaltem Wasser auf meinem Kopf ende oder so. Und das vermutlich nur, weil ich Mama erzählt habe, dass er eine Freundin hat. Pech gehabt, kleiner Bruder. Du hast keine Chance, die Königin der Streiche zu besiegen. Hey, ich bin Henry und ich bin 23 Jahre alt und komme aus Hamburg. Und ich habe eine Frage. Ihr habt doch sicher schon von K-Pop gehört, oder? Gibt es hier irgendwelche K-Pop-Fans? Natürlich bin ich einer, um genau zu sein, ich bin ein ARMY, ein echter BTS-Stab. Oh, und für die, die es nicht wissen, Stan ist Slang für wenn man ein großer Fan von etwas ist. Wie auch immer, ich kann mit Stolz sagen, dass ich von K-Pop besessen bin. Sich damit zu beschäftigen, macht einfach richtig viel Spaß, oder? Aber nicht jeder versteht das. Das ist also meine Geschichte darüber, wie Leute mich behandelt haben, weil ich ein Fanboy bin, und es wird ziemlich dramatisch. Also, die Leute denken immer, dass wir K-Pop mögen, nur weil die Stars so gut aussehen, aber nein, es liegt nicht nur daran. Im Ernst, ich wette, dass diejenigen, die K-Pop hassen, es sich nicht einmal richtig angehört haben. Also, ihr K-Pop-Hasser, hört mir einfach zu, und ich werde euch alles erzählen bis zu dem lebensverändernden Moment, als ich K-Pop zum ersten Mal entdeckte. Alles begann, als meine Klassenkameradin Chrissy in der Pause dieses Musikvideo namens Dope anschaute. Ich wurde neugierig und schloss mich ihr an. Und, oh Mann, so etwas Unglaubliches hatte ich noch nie gesehen. Die Kameraführung, die Choreografie, es war unglaublich. Der Song ging mir nicht mehr aus dem Kopf und das Video war so cool, weil sie weder heiße Mädels noch teure Autos brauchten, um es zu einem Hingucker zu machen. Es war einfach nur pures Talent. Danach fing ich an, mehr K-Pop zu hören und wurde ein Multi-Stan, aber BTS ist immer meine eine wahre Liebe. Ich liebe sie und hätte nichts dagegen, alles darüber auf meinem Instagram Account zu teilen, was mir auch hilft, mit vielen anderen Armys aus der ganzen Welt Freundschaften zu schließen. Die meisten von ihnen sind Mädchen, aber es gibt auch viele Jungs und sie schreiben mir oft, wie sehr sie mich dafür bewundern, dass ich so offen mit meiner Liebe zu K-Pop umgehe. Sie sagten, sie wünschten, sie hätten den gleichen Mut wie ich, da viele von ihnen dafür verspottet wurden, dass sie koreanische männliche Künstler mögen. Wie lächerlich ist das denn? Wir leben im Jahr 2021, wir können mögen, wen wir wollen, und wir sollten nicht über unsere Leidenschaften schweigen müssen. Aber ich verstehe total, wie sie sich gefühlt haben, das habe ich auch schon erlebt und es war hart. Einmal in der Highschool freute ich mich so darauf, Chrissy mein neues BTS-Magazin zu zeigen. Wir kreischten und quietschten, während ich vorsichtig durch jede Seite plätterte, als ob es mein wertvollster Besitz wäre, als ein Sportler mit seiner Crew vorbeikam und es mir aus der Hand riss. Dann sagte er: Was ist das für ein Tween-Magazin? Hatten die nicht alle eine Schönheitsoperation, oder? Dann sagte ein anderer Typ: Warum magst du diese Typen? Bist du schwul oder so? Dann gingen sie alle lachend weg. Ich war so wütend, dass ich ihn am liebsten von der Erde getreten hätte, dass selbst Google ihn nicht mehr finden würde, aber ich konnte nichts tun. Sie waren viel größer als ich und würden mich zu Brei zerquetschen, wenn ich es auch nur versuchte. Also kam ich auf eine bessere Idee. Ich fing an, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich wollte so muskulös sein wie Jungkook, dann hätte ich keine Angst mehr vor irgendwelchen Verlierern, die mich und meine Jungs anpöbelten. Oh, und übrigens, ich bin nicht schwul. Das ist nur eine weitere Sache, mit der wir Fanboys umgehen müssen. Es ist nichts falsch daran, schwul zu sein, aber einfach anzunehmen, dass ich es bin, weil ich K-Pop mag, ist dumm. K-Pop ist für alle und jeden. Wie auch immer, nach der Highschool ging es aufwärts, da die Leute auf dem College weniger neugierig waren. Wir waren alle erwachsen geworden und ihr werdet nicht glauben, wie muskulös ich geworden war. Mädchen begannen sich für mich zu interessieren, aber es gab nur ein Mädchen, für das ich Augen hatte. Ihr Name war Kyla und sie war so süß. Wie auch immer, es gab nur ein kleines Problem, und mit klein meine ich riesig, sie mochte kein K-Pop. Einmal, als wir zusammen lernten, setzte sie sich näher zu mir und fragte mit einem Lächeln Was hörst du da? Dann nahm sie einen meiner Kopfhörer. Was ist das? Irgendeine Art von Gesang? Dann las sie mit angewidertem Gesichtsausdruck weiter. Was? Das war mein Lieblingslied. Rap Monster war großartig. Ich hatte nicht gewusst, dass sie gar keinen Geschmack hatte, aber ich ließ es diesmal noch durchgehen, da ich in der Bibliothek keine große Sache daraus machen wollte. Danach wurde es immer schlimmer und ihr Hass auf K-Pop wurde immer offensichtlicher. Jedes Mal, wenn ich darüber sprach, verdrehte sie die Augen und wechselte das Thema. Und wenn die neuen Musikvideos herauskamen und ich es nicht abwarten konnte, sie ihr zu zeigen, scrollte sie einfach auf ihrem Handy rum und ignorierte es. Abgesehen davon war sie echt sehr süß und wir gingen weiter miteinander aus, aber wir hätten es nicht tun sollen. Einmal hingen wir im Einkaufszentrum ab und es war ein ganz besonderer Tag für mich, denn es war das Debütjubiläum von BTS. Ich war so aufgeregt und hatte sogar meine BTS Crossbody-Tasche mit einem Koya-Schlüsselanhänger, um den Look zu vervollständigen. Ich fand, dass ich cool aussah, aber Kyla brach in Gelächter aus, als sie mich sah und sagte: Oh mein Gott, hast du dir die Tasche deiner Schwester geliehen oder so? Ich versuchte es ihr zu erklären und sagte: Nein, das ist meine und das ist mein Baby Koya. Aber sie unterbrach mich einfach und verdrehte die Augen, als sie sagte, dass wir zu spät ins Kino kommen würden. Sie hatte mir irgendwie die Laune verdorben, aber es war BTS-Tag, also wollte ich mir das nicht kaputt machen lassen. Wir standen an, um Popcorn zu kaufen, als ich spürte, wie mir jemand auf die Schulter tippte. Entschuldige, ich konnte nicht anders als deinen Koya zu bemerken, bist du vielleicht ein Army? beendete ich den Satz. Wir waren beide so aufgeregt, dass wir uns im Grunde auf eine Art Kauderwelsch unterhielten, das wahrscheinlich nur Army verstehen konnte. Wie sich herausstellte, war j Hope sein Lieblingsmitglied und sein Name war Craig. Dann schenkte er mir sogar einige Fotokarten, die er gerade ausgedruckt hatte. Ich war so in das Gespräch mit ihm vertieft, dass ich vergaß, dass Kayla überhaupt da war, bis Craig zu ihr sagte: Oh, hey, wer ist dein Lieblingsmitglied? Ich habe vielleicht auch ein paar Karten für dich. Kayla sah beleidigt aus und sagte: Ihr seid doch krank. Zwei echte Verlierer. Ich habe genug von diesem K-Pop-Zeug. Dann stimmte sie davon. Wir waren fassungslos, aber naja, wenn sie mein Hobby nicht respektieren und mich nicht so lieben konnte, wie ich war, dann gut und tschüss, Kyla. Danach gingen Greg und ich in ein Café, um über BTS zu reden, und bis heute sind wir immer noch gute Freunde und ich bin dankbar, dass er mich davor bewahrt hat, dieses schreckliche Mädchen weiter zu daten. Nach dieser Beziehung gönnte ich meinem Liebesleben eine kleine Pause. Ich damit beschäftigt war, Musikvideos zu streamen, bei Preisverleihungen für BTS abzustimmen und neben dem Studium alle ihre Inhalte nachzuholen. Ich war vollkommen glücklich damit, mein kleines Fanboy-Leben ohne ein Mädchen zu leben. Aber dann eines Tages änderte sich alles. Ich war gerade im Bus zum Unterricht, weil ich mich nicht gut genug fühlte, um nach einer schlaflosen Nacht, in der ich den Livestream vom BTS gesehen hatte, selbst zu fahren. Ich musste eingenickt sein, denn im nächsten Moment wachte ich auf und lehnte mich an die Schulter eines Mädchens. Ich entschuldigte mich schnell bei ihr und sie kicherte nur. Dann schaute ich sie mir genauer an und, oh mein Gott, ich hatte noch nie in meinem Leben ein so schönes Mädchen getroffen. Sie war wie eine Mischung aus allen vier Mitgliedern von Blackpink. Zum Glück war ich schlau genug, nach ihrer Nummer zu fragen und bot ihr an, ihr einen Drink zu spendieren, um wieder gut zu machen, dass ich ihr fast auf die Schulter gesabbert hatte. Nach dem Unterricht trafen wir uns in einem Starbucks und verstanden uns sofort super. Ihr Name war Clara und sie war so klug und hübsch. Ich wollte unbedingt ihr fester Freund sein, also beschloss ich, meine Taktik ein wenig zu ändern. Ich würde ein bisschen warten, bevor ich ihr sagte, dass ich ein Fanboy war, und stattdessen konzentrierte ich mich darauf, zuerst mehr über sie herauszufinden und deutlich zu machen, dass ich sie wirklich mochte. Dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war, würde ich mit ihr meine Leidenschaft für K-Pop teilen. Ziemlich bald wurde es ziemlich ernst zwischen uns, und wir machten alles zusammen, und irgendwann fühlte ich endlich, dass der Moment gekommen war. Ich fuhr sie nach Hause und beschloss, meine K-Pop-Playlist anzumachen. Zu meiner Überraschung sah sie interessiert aus und fragte, was es war. Ich erzählte ihr, wie sehr ich die Musik liebte und fragte sie dann nervös, Ist das wirklich okay für dich? Denn normalerweise, wenn ich es Leuten erzähle, machen sie sich über mich lustig. Sie lächelte nur und sagte, Okay, jetzt bin ich dran. Dann legte sie etwas Death Metal auf, was mir fast die Haare zu Berge stehen ließ. Sie lachte und sagte, Ich weiß, wie du dich fühlst. Death Metal ist auch nicht jedermanns Sache, aber hey. Wir dürfen doch mögen, was wir wollen, oder? Ich respektiere, dass du K-Pop liebst. Oh mein Gott, könnte Clara noch perfekter sein? Ich kann es kaum erwarten, ihr auch mein Zimmer zu zeigen. Aber als ich sie dann eines Abends zu mir einlud, veränderte sich ihr Gesicht, als sie alle meine Poster und Merch sah. Ich zeigte ihr meine Sammlungen, meine Puppen, meine Bilder, aber sie lächelte nur und starrte mich an. Dann nahm sie meine Hand und sagte: Henry, das ist wirklich cool, aber denkst du nicht, dass es ein bisschen viel ist? Ich weiß, dass du sie liebst, aber du solltest vielleicht auch anfangen, dein Geld für Sachen für deine Zukunft auszugeben. Dann sagte sie mir, sie wolle nach Hause gehen. Ich kann nicht leugnen, dass ich verletzt war, aber ich wusste, dass sie die richtige für mich war, und sie brauchte nur ein wenig Zeit, um wirklich zu verstehen, dass dies mehr als nur ein Hobby für mich war. Also war ich fest entschlossen, ihr K-Pop schmackhaft zu machen. Ich fing an, ihr Lieder zu schicken und ihr koreanische Serien zu empfehlen. Einmal tat ich sogar so, als würde ich sie zu einem Picknick mitnehmen, aber ich nahm sie mit zum Army Fest. Clara machte das alles mit, aber sie schien sich immer noch nicht mehr dafür zu interessieren. Dann kam die beste Nachricht überhaupt. Ich fand heraus, dass BTS ein Konzert in London geben würde. Ich wollte unbedingt hin und erzählte Clara, dass ich für das Konzert dorthin fliegen würde, aber sie sagte: "Henry, ist das nicht der gleiche Tag wie unser Marketingwettbewerb?" Da werden Headhunter da sein und alles, das kannst du nicht verpassen. Das ist deine Chance, dir einen guten Job zu sichern. Aber das war mir egal, also antwortete ich mit einem Scherz. Aber ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. Das ist ein wahr gewordener Traum. Wer braucht schon einen Job, wenn man BTS haben kann? Ich fliege nach London, Baby. Da lachte Clara nicht mehr. Tatsächlich wurde sie super wütend und fing an, mich anzuschreien und zu sagen, dass ich so unreif sei und dass sie nicht mehr mit mir zusammen sein könne, wenn ich nicht bald erwachsen werde. Sie weinte sogar und sagte, sie bräuchte einen verantwortungsvollen Mann, der an seine Zukunft denkt, während sie davonstürmte. Danach strafte sie mich mit Schweigen, ich steckte in einem Dilemma. Es war mein größter Traum, BTS live zu sehen, aber warum fühlte sich das so falsch an? Ich beschloss, ein paar Tage zu warten, um alles zu überdenken, und schließlich wurde mir klar, dass es noch andere Konzerte geben würde, oder? Ich konnte den Wettbewerb wirklich nicht sausen lassen. Ich meine, wie sonst sollte ich BTS ohne Geld unterstützen? Ich brauchte doch einen Job. Obwohl mein Fanboy-Herz brach, sagte ich Clara, dass ich das Konzert dieses Mal auslassen und zum Contest gehen würde. Clara grinste sofort und sagte: Wirklich? Ich bin so stolz auf dich, Henry. Dann gab sie mir einen dicken Kuss und ich erinnerte mich daran, dass es das alles wert war und dass ich wenigstens noch meine Freundin hatte. Doch plötzlich begann Clara wieder zu sprechen: Henry, ich muss dir etwas sagen. Ähm, eigentlich hat mir Professor Geller gesagt, dass der Wettbewerb vorübergehend verschoben wurde, also war das nur ein Test. Dann sagte sie, sie wolle nur sehen, ob ich mir über meine Prioritäten klar werden kann. Sie fand es toll, wie leidenschaftlich ich mich für K-Pop einsetzte, aber alles brauchte ein Gleichgewicht, und sie wollte sicher gehen, dass ich andere Teile meines Lebens genauso ernst nehmen würde wie K-Pop. Dann zeigte sie mir ihr Handy und sagte Schau mal. Ich konnte es nicht glauben, sie hatte zwei Tickets für die BTS Show. Sie hatte sie für mich gekauft. Ich war so glücklich, dass ich in Tränen ausbrach und nicht aufhören konnte, sie zu umarmen. Ich dachte, das wäre der glücklichste Moment meines Lebens, aber das BTS-Konzert war noch besser. Vor allem, weil Clara an meiner Seite war. Wir sind immer noch zusammen. Und ratet mal: Sie hat jetzt auch einen Liebling in der Band, nämlich Jin. Sie ist wirklich das perfekte Mädchen für mich und ich kann es kaum erwarten, mein Leben mit ihr zu verbringen. Falls ihr im Jahr 2031 jemals eine vierköpfige Familie seht, die wie verrückt auf einem BTS-Konzert schreien, stehen die Chancen gut, dass das ich und Clara und unsere zukünftigen Kinder sind. Seid nicht schüchtern, kommt und sagt Hallo.